mit einer Gärungsverklebung zu einer rückseitigen Armierung, Nutarmierung. Dann schützen wir die Platten noch oder Farbton vertiefen sie und am Schluss kommen wir zur Installation, zum Silikonieren, zum Abdichten. Und dann geben wir auch noch ein paar Tipps für die richtige Reinigung und Pflege. Wie fangen wir an? Genau mit der Gärungsverklebung. Die Küchenarbeitsplatte ist ausgeschnitten. Die Kochfelder sind ausgeschnitten. Das Waschbecken ist ausgeschnitten. Dann müssen wir jetzt die Gärung verkleben. Was haben wir da für Produkte im Programm? Für Gärungsverklebungen, klar, ist unser Colorbond P+ natürlich prädestiniert. Vorteil ist natürlich, gerade in der Produktion, wo es auf Zeit drauf ankommt, ist ein sehr schnelles Produkt. Ich habe nach 20 Minuten, 25 Minuten ist der komplett ausreagiert. Ich kann weiterarbeiten. Ich habe über 50 Farben im Angebot. Ich treffe praktisch jede Naturstein, Keramik oder jede Farbe von einem Quarz Composite. Ist natürlich für den Innenbereich nur ausgelobt, aber ich gehe davon aus, dass die meisten Küchen im Innenbereich eingesetzt werden. Also sind wir hier mit dem Colorbond gut aufgehoben. Sollten jetzt doch in den Außenbereich gehen, also haben wir doch Outdoor-Küchen, da müssen wir natürlich dann schauen, dass die Produkte frosttaubeständig sind, witterungsstabil sind. Und da haben wir einmal unseren Argipox 5010. Ich denke, den Argipox 5010 kennt jeder. Ist ein sehr bewährtes Produkt, haben wir seit Jahren im Programm. Und hier empfehlen wir eben die Colored-Version. Das ist auch ein Kartuschenkleber dann, vorgefärbt in 12 Farben, wo man dann auch passend zu seiner Keramik, Natursteinplatte die Gärung farblich passend anbringen kann. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Möchte ich jetzt nicht nur im Außenbereich verkleben, sondern möchte ich auch zum Beispiel, wenn ich jetzt ein sehr helles Material nehme, wie diese neuen Dekton Großkeramiken, Laminam-Großkeramiken, die ja oft weiße Marmor wie Carrara oder Statuario imitieren. Möchte ich so eine Keramik vielleicht für meine Outdoor-Küche verwenden, muss ich natürlich schon darauf achten, dass auch meine Gärungsverklebung nicht vergilbt über die Zeit. Ja? Bei einem weißen Material besonders. Und da haben wir mit unserem Everclear 300 das perfekte Produkt. UV-stabil, Frosttau-stabil, witterungsstabil, also perfekt für den Außenbereich. Auch das Produkt ist vorgefärbt in 13 Farben. Also auch hier findet man die passende Farbe für seine Platte. Ja, kurz nochmal einen Überblick. Ich habe es letzten Monat schon im Webinar angesprochen, unser Color-Chart-System. Deswegen will ich gar nicht mehr so genau darauf eingehen. Bloß nochmal kurz einen Überblick. Falls Sie das letzte Webinar verpasst haben oder sich einfach nochmal anschauen wollen, schreibt uns eine E-Mail. Dann schicken wir den Zugangslink, dann kann man sich das Webinar auch nochmal ansehen. Also wir haben unser Color-Chart-System, wo wir praktisch über 200 Hersteller von Keramik, von Quarz-Composite, aber auch von Naturstein, denen ihre Materialien mit unserem Farbsystem abgeglichen haben und dann zu jedem Material passend eine richtige Farbempfehlung geben. Und für die drei Produkte, die ich jetzt gerade für die Gärungsverklebung angesprochen habe, unserem Colorbond 5010 und Everclear, haben wir auch eine sehr sehr gute Auswahl. Der Colorbond natürlich als unser Hauptprodukt in der Küche mit über 50 Farben verfügbar, auch in den Magic-Farbtönen, komme ich gleich nochmal dazu. Aber eben auch, wenn es nach außen geht, Argipox 5010 oder Everclear 300, in einer guten Auswahl an Farben, da ist alles dabei, ein paar Schwarztöne, ein paar Beige-Töne, ein bisschen Weiß, da findet man immer den passenden Kleber. Wie finde ich den farbigen Kleber passend zu meinem Material? Kann man über die Webseite machen. Auf Colorchart-Systemen sind alle Hersteller gelistet. Oder man holt sich unsere Colorchart-App aufs Mobiltelefon und kann auch hier immer passend das richtige Material auswählen. Habe ich beides nicht zur Hand oder weiß vielleicht nicht, was für Material gerade vor mir liegt, kann man immer noch eine dritte Option, und zwar unseren Colorchart-Fächer. Da kann man einfach mit dem Farbfächer praktisch ans Material anhalten, schauen, welche Farbe passt am besten. Dann bekomme ich den Farbcode und sehe auch gleich die Artikelnummer von den entsprechenden Produkten. Ist dieser Farbcode von meinen Produkten verfügbar und kann dann entsprechend bestellen und dann auch passend farbig verkleben. Genug der Theorie. Fangen wir an, machen wir mal eine Verklebung. Also wir werden heute so eine Art kleine Küche nachbauen. Wir fangen natürlich, wie gesagt, jetzt mit der Gärungsverklebung an. Ja, gehen wir rüber zu unserem Anwendungstisch. Wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach in den Chat schreiben. Ja,
Hier haben wir unsere Kartuschenkleber, die ich gerade schon angesprochen habe, unser Colorbond P+, dann unseren Everclear 300, also UV-stabil, vergilbungsfreies Kleben im Außenbereich und hier unseren bewährten Archipox 5010, auch colored, auch vorgefärbt. Beide Kartuschen sind 400 Milliliter Kartuschen, 2:1 Systeme. Das heißt, ich kann sie mit der ein und derselben Pistole verarbeiten. Die Frage kommt immer mal wieder, brauche ich für den Everclear eine neue Pistole? Nein, wenn ich für Archipox meine Pistole schon in der Werkstatt habe, kann ich da einfach meine Everclear-Kartusche damit auch verarbeiten. Zum Demonstrieren, weil es ein bisschen schneller gehen heute soll, nehme ich den Colorbond. Funktioniert aber 1:1 mit den anderen zwei Produkten genauso. Aber wir wollen ja heute auch noch armieren. Wir wollen nochmal umdrehen, unser Werkstück. Und ich möchte euch jetzt nicht einfach 2-3 Stunden hier binden ans Webinar, um zu warten, bis die Außenbereichskleber, weil die brauchen in der Regel ein wenig länger, ausgehärtet sind. Ja, fangen wir an. Wichtig ist, wenn man eine Kartusche das erste Mal immer verwendet, dass man einen Kammernabgleich macht. Ich habe jetzt hier zwar schon eine Mischdüse drauf, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Kartusche neu ist, das erste Mal verwendet wird. Gehen wir mal hier in die Überkopfkamera. Genau. Also wichtig ist, dass wenn man eine Kartusche das erste Mal verwendet, dass man schaut, dass aus beiden Kammern Material rauskommt, also aus der Harzkammer und aus der Härterkammer. So, ja, so ist es optimal. Kommt ein bisschen härter raus. Es reicht schon, dann verwerfe ich das. Jetzt bin ich mir sicher, beide Kammern sind gut vorbereitet. Vielleicht durch den Transport hat sich da ein bisschen was verschoben und deswegen immer den Kammernabgleich machen. Dann kommt die Mischdüse drauf. Auch die Mischdüse hat zwei Kammern, kann man nicht falsch aufsetzen. Arretieren. Und auch hier verwerfen wir einfach, man sieht hier schon, ja, Härter und Harz werden gemischt, aber auch hier verwerfen wir einfach die ersten paar Zentimeter, dass wir dir sicher sind, dass wir luftblasenfrei sind und dass es perfekt vermischt ist. Wir werden jetzt hier eine Keramik verkleben, eine 12 mm Keramik. Und ja, ich habe das schon mal vorbereitet. Die Gärung habe ich schon mal fixiert mit einem Tape. Und wichtig ist natürlich, bevor man startet immer, habe ich jetzt gerade vergessen, die Klebestelle immer zu reinigen. Wir empfehlen da unseren Reiniger I oder unser AcryClean. Ja, das ist ein lösemittelhaltiges Produkt. Oder unseren Reiniger eben als Alkoholreiniger. Einfach über die Gärungsverklebung, über die Flächen, die ich verkleben möchte, einmal drüber wischen, damit ich sicher bin, dass durch den Transport keine Fingerabdrücke etc. Drauf sind oder ich habe vielleicht noch Reste vom Kleber oder Silikon an den Fingern. Einfach schauen, dass die Klebefläche immer sauber und trocken ist. So, jetzt gehen wir mal den Kleber, den Colorbond rein. Ist mal so rum, genau. Wichtig ist auch hier immer schön von oben ansetzen, ja, nach unten in die Gärung einbringen. Und dann schön gleichmäßig durchziehen. Dass wirklich ganz unten der Kleber reingelaufen ist. So. Und jetzt fixiere ich das Ganze. Klappe meine Gärung hoch. Und hier ist es jetzt wichtig, dass ich nicht meine Gärung auf- und zuklappe die ganze Zeit, sondern ich klappe die einmal hoch und schaue, dass dann hier der Kleber rauskommt. Man sieht es hier schon, der quillt ein bisschen raus. Vielleicht drehe ich es mal nochmal zur Seite, sieht man es ein bisschen besser. Dann quillt der Kleber raus. Das heißt, ich habe genug Material in der Gärung, in der Verklebung und jetzt fixiere ich das Ganze. In dem Fall jetzt mache ich das jetzt mit dem Tape, aber man kann das natürlich auch mit einer Klemme machen. Da gibt es viele Möglichkeiten in der Produktion. Hier für die kleinen Stücke ist natürlich so ein Tape optimal. Ja, soweit zum Colorbond. Da warten wir jetzt kurz, bis es ausgehärtet ist. Und was der nächste Schritt ist, ist die Armierung, die rückseitige Armierung. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Fragen noch zum Colorbond? Ja, Johannes, da ist eine Frage. Und zwar, die Frage ist, kann ich nach der Anwendung des Colorbonds die Kartuschendüse drauflassen oder muss ich wieder den Stöpsel verwenden? Ach so, ja. Also, das ist das Schöne. Ich habe ja vorhin mal kurz diese zwei Kammern gezeigt. Vielleicht habe ich hier nochmal eine Kartusche, eine Mischdüse.
Jawohl. Also ich habe ja hier diese zwei Kammern, eine große und eine kleine. Und das ist einzigartig bei unserem Kartuschensystem. Da kann ich die Mischdüse nach dem Verarbeiten einfach drauflassen. Das härtet mir nicht in die Kartusche zurück, ja, durch diese zwei Kammern, die ich hier habe. Wenn ich dann die Kartusche wegstelle, 2, 3 Monate später wieder aus dem Schrank nehme, einfach Mischdüse wechseln und ich kann sie wieder optimal verwenden. Also Mischdüse kann man drauflassen. Gut, weitere Fragen? Keine weiteren Fragen. Okay, erstmal nicht. Falls nochmal Fragen aufkommen, einfach schreiben oder wir sind am Schluss auch noch da. So, dann haben wir jetzt unsere Gärungsverklebung gemacht. Jetzt ist der nächste Schritt bei der Produktion. Gerade wenn ich jetzt so eine dünne Keramik habe, wie es gerade bei der ich es gerade vorgeführt habe, 12 mm oder vielleicht sogar 6 mm, ja, die immer in den Leichtbau immer dünner werden, muss ich natürlich rückseitig versteifen. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal rückseitige Armierungen, also so Versteifungsprofile anbringen. Gerade bei der Keramik wird das oft gemacht. Oder es gibt Nutarmierungen. In der Regel beim Naturstein wird das gemacht, wobei die Nutarmierung ja eigentlich keine Verstärkung ist, sondern eigentlich eine Transportsicherung. Das heißt, normalerweise wird diese Nutarmierung hier in diesen kritischen Bereichen gemacht, wo ich einen dünnen Steg habe, zum Beispiel bei einer Spüle oder hier beim Ceranfeld, dass ich, wenn ich die Küchenarbeitsplatte später transportiere, falls sie mir bricht, ja, im Treppenhaus zum Beispiel beim Hochtragen, dass mir eben nicht die gesamte Platte auseinanderbricht, sondern durch diese Armierung mir die Küchenarbeitsplatte noch zusammenhält mit dieser Nutarmierung, ist im Endeffekt eine Transportsicherung. Was man dafür verwendet, zeige ich auch gleich. Wir haben verschiedene Produkte. Also ja, fangen wir mit der Nutarmierung gleich mal an. Da haben wir unseren MS76 Armierungskleber. Ich denke, der ist bekannt, der ist bewährt. Der ist optimal eben, um solche Nutarmierungen, Glasfaserstäbe, Edelstahlstäbe, da rückseitig in so eine Nut einzukleben. Wenn es jetzt auf so eine Versteifung geht, ja, mit einem Aluprofil, mit einem GFK-Profil oder eben mit diesen PU-Schaumboards, wie wir es gleich machen, da kann man unseren Acupur 250 Hightech verwenden. Wie gesagt, es ist ein Polyurethankleber, eine sehr große Kartusche, verklebt unzählige verschiedene Materialien miteinander und ist dafür perfekt geeignet. Beide Produkte sind für den Innenbereich ausgelobt. Wenn ich jetzt im Außenbereich verkleben möchte oder zum Beispiel eine lange Aluminiumschiene anbringen möchte unter meine Keramik, da habe ich ja immer ein bisschen Temperaturunterschiede. Gerade im Sommer, wenn ich jetzt eine Outdoor-Küche habe, vielleicht dunkles Material, da scheint die Sonne drauf, da kann mir die Platte schon mal 60, 70 Grad warm werden. Da muss man einfach mit beachten, dass dann auch die Versteifung des Aluminiumprofil zum Beispiel sich mit ausdehnt und da braucht man was Flexibles dann und da empfehlen wir unseren MS-Klebedichtstoff. Ja, kurz ein Anwendungsbeispiel, bevor wir dann in die Praxis gehen. Das sind solche PU-Schaumboards, die oft verwendet werden, um gerade bei dünnen Keramiken, aber auch bei Naturstein eben eine Versteifung aufzubringen. Das Schöne ist halt mit diesen Schaumboards, die sind selber sehr leicht und das heißt, gerade wenn ich in der Leichtbauweise bin, habe ich hier eine schöne Versteifung und bleibe aber auch leicht. Also diese PU-Schaumboards oder eben Aluminiumrahmen können aufgeklebt werden. Ja, aber es gibt auch noch ganz andere Materialien, GFK, Glasfaser, alles Mögliche. Ja, ich denke, das machen wir jetzt einfach mal. Ihr merkt schon, heute geht es ein bisschen hin und her. Wir werden ein bisschen mehr Praxis heute machen, weil wir müssen die Küchenarbeitsplatte ja auch fertig bekommen. Jetzt prüfe ich kurz nochmal, wie wir hier sind, wie weit von der Aushärtung. Jawohl, hier schaut es schon mal nicht schlecht aus. Da ist noch ein bisschen weicher. Ja, also ein kleiner Tipp immer, bevor ich zum Beispiel so eine Armierung hinten anbringe, einfach mal prüfen beim Colorbond. Ist das schon ein bisschen angezogen? Ja, wenn das schon ein bisschen angezogen ist, ja, hier brauchen wir noch ein wenig, da warten wir noch ein paar Minütchen. Dann kann man das nämlich einfach mit einer Spatel oder mit dem Cuttermesser wegnehmen, bevor es voll durchgehärtet ist. Dann tut man sich leichter, wenn man einen Glasfaserstab oder Aluminiumprofil da wirklich hinten auf Passung anbringt. Ja, Acupur 250 habe ich gerade angesprochen. Eine riesen Kartusche, 900 Gramm Polyurethan. Klebt praktisch jedes Material rückseitig rein. Auch hier wieder wichtig, bevor ich arbeite, den Kammernabgleich machen. Hier mal ein bisschen einen anderen Mischdüser, das ist so eine Art Quadromixer. Den kann man dann direkt aufschrauben. So, jetzt
Jetzt machen wir hier kurz den Kammernabgleich und dann werden wir uns nochmal dem Colorbond widmen. Ob wir den schon wegmachen. Auch hier bitte den Kammernabgleich. Schauen, dass aus beiden Kammern Material rauskommt. Ja, man sieht schon hier, ist von der einen Komponente ein bisschen mehr rausgekommen. Ja, das ist wichtig, dass man hier da eventuell durch einen Transport oder sowas, ist die eine Kammer abgesackt oder sowas, dass man da einfach sicher ist, dass aus beiden Kammern was rauskommt. Quattro-Mixer direkt aufschrauben. Und jetzt warten wir noch mal kurz, bevor wir die Kartusche scharf machen. Schauen wir noch mal unser Colorbond an, wie es da aussieht. Jawohl, schaut ganz gut aus. Genau. So, dann gehe ich jetzt einfach mal mit meiner Spatel hin und ziehe hier durch und kann nämlich so wunderbar meinen Überschuss an Kleber abnehmen, ja, bevor der komplett ausgehärtet ist. Da ist ein kleiner Tipp, wenn man dann später eine Versteifung anbringen will und die wirklich auf Passung hinten setzen will, ist es natürlich einfach, wenn man wartet, bis es so ein bisschen reich gummiartig ist, mit der Spatel abzieht, mit dem Cuttermesser abzieht, bevor man dann später mit der Flex ran muss. Alternativ kann man auch solche Schaumboards hier angefasst kaufen oder noch selber anfasen zum Beispiel. Ja, dann könnte man das auch umgehen. Aber eleganter ist es natürlich so. So. Mal das Tape weg. Gut, dann machen wir jetzt mal meine Kartusche scharf. Auch hier wieder am Anfang ein bisschen was verwerfen, ja, dass ich weiß, dass es gut gemischt ist. So. So. Und jetzt ergebe ich hier, sieht man es? Jawohl. Otello, du sagst mir Bescheid, falls ich irgendwie in der Kamera bin. Mache ich. Gut, und jetzt gehen wir hier mal ordentlich Material drauf. Ihr seht schon, das kommt richtig schön weich, geschmeidig raus. Gibt es übrigens in Schwarz und in Weiß. Ist jetzt einfach bloß Geschmackssache. Anwendungstechnisch haben die keinen Unterschied. Und ich denke, bei der Armierung sieht man ja auch eigentlich keinen Unterschied. Aber wie gesagt, es ist eine Geschmackssache. Manche Menschen hätten gern einen schwarzen Kleber beim schwarzen Material oder beim schwarzen Glasfaserstab oder schwarzen Profil hinten. So, jetzt gebe ich hier nochmal seitlich Kleber drauf. Ihr seht schon, das läuft nicht runter. Er ist schön geschmeidig, aber es tropft nicht. Und jetzt habe ich es doch falsch schon hingehalten. So, und jetzt werden wir mal ins Profil randrücken. Und ihr seht schon, ja, es lässt sich bis auf null zusammenpressen. Also es ist sehr geschmeidig. Ich kann hier aber noch schön justieren. Ja, ihr seht, ich habe hier Spiel, den Kleber zu justieren, habe aber sofort meinen Tag. Ja, also ich kann das Objekt sofort hochziehen, habe sofort Anfangshaftung. Das ist eben der Name hier beim Hightech mit drin. Ja, Akipur 250 Hightech. Das heißt, ich habe sofort Anfangshaftung, bin aber noch geschmeidig, wenn ich jetzt hier noch justieren möchte. Ja, also wenn ich jetzt eine lange Schiene habe, zum Beispiel 2-3 Meter, die ich noch anpassen möchte, wo ich ein bisschen einfach noch mal schieben muss, alles noch möglich. Und nach 20, 25 Minuten bin ich hier auch schon wieder so weit, dass ich dann weiterarbeiten kann. Also ist auch ein sehr schnelles Produkt. Es hindert mir in der Produktion meine Abläufe nicht. Kann ich einfach so weitermachen. Das wäre jetzt eine Versteifung, ja, von so einem Versteifungsprofil, was ich hinten aufbringe. Ja, kann ich genauso mit dem Aluminium machen, GFK-Stab. Diese Schaumboards sind halt immer schön, weil sie eben schön leicht sind. Und wenn ich dann später drunter lang, habe ich hier ein massives Objekt. Ja, obwohl ich vielleicht nur eine 12 mm Keramik habe. Aber wenn ich dann praktisch drunter lang, fühlt sich das richtig massiv an. Ist aber trotzdem noch Leichtbau. Eine Frage, ja? Johannes, eine Frage, und zwar fragt ein Zuschauer, ab wann kann ich denn die Teile dann transportieren? Ja, wie gesagt, also nach 20, 25 Minuten sind sie transportfähig mit dem Akipur 250. Ja, also der ist schon schnell. Da kann man wirklich zügig weiterarbeiten, wenn man es dann zur nächsten Station bringt oder wenn man es dann auf den Wagen oder auf den Bock stellt, hat man da kein Problem. 20, 25 Minuten. Bei 20 Grad. Ne? Also aktuell könnten die Werkstätten ein bisschen kälter sein, da kann es ein bisschen länger dauern, aber in der Regel sind wir da, spätestens eine halbe Stunde sind wir eigentlich so weit, dass wir weitermachen können.
Eine andere Alternative ist eben unser MS76. Ich denke, den kennt auch jeder. Ist eine 490 10 zu 1 Kartusche, ist ein Polyester-System, auch sehr schnell. Also wie gesagt, ist auch eine große Kartusche. Und das ist eben, wenn ich jetzt so, sage ich mal, eine Küchenarbeitsplatte, ja, im übertragenen Sinn, also einen kleinen Ausschnitt hier habe, ja, dann sind das ja immer diese fragilen Elemente bei der Küchenarbeitsplatte und die werden dann für den Transport praktisch armiert. Da bringe ich meinen Glasfaserstab ein oder mein Aluminium oder Edelstahlstab ein und da kann ich eben schön mit meinem MS76 die Nut füllen und dann den Stab einpressen. Wir haben den in zwei Konsistenzen. Ich zeige jetzt die Konsistenzen auch gleich mal in einem kurzen Video. Das ist aber eigentlich mehr oder weniger Geschmackssache, mit was man einfach besser arbeiten kann. Wir haben es in flüssig und in dünnflüssig, aber die Konsistenzen seht ihr jetzt gleich. So. Genau, also hier haben wir unseren MS76 und jetzt lassen wir mal das Video abspielen. Und ihr seht hier unten im unteren Bereich ist der flüssige MS76, der fließt natürlich sehr viel schneller in diese Nut rein, sehr viel einfacher und auch der Stab fluppt dann einfacher rein. Aber wie gesagt, das ist wirklich Geschmackssache, konstruktiv und klebetechnisch sind die beiden Produkte absolut identisch. Also gehen für die Anwendungen, ob das jetzt ein Glasfaserstab ist oder Metallstab, absolut identisch. Ist wirklich nur Geschmackssache. Der eine mag, dass es ein wenig leichter zu arbeiten ist oder der passt seine Nuten ein bisschen genauer an. Deswegen braucht er dünneres Produkt, ein wenig dünnflüssigeres. Und beim anderen ist halt so, der schneidet wegen einer breiteren Nut, macht einen kleineren Stab rein. Da hat er ein wenig dickeres Material. Also wie gesagt, das sind unsere zwei Möglichkeiten für Armierungen, rückseitige Versteifungen bei Küchenarbeitsplatten. Gut, jetzt sind wir schon ein gutes Stück weiter. Jetzt haben wir gärungsverklebt, rückseitig armiert, Nut armiert. Jetzt wird in der Regel die Küchenarbeitsplatte ja umgedreht. Kommt zu meiner ja, praktisch letzten Station. Und das heißt schützen, imprägnieren. Und da kann ich natürlich einmal Farbton vertiefen oder ohne Farbton vertiefen eine Imprägnierung aufbringen. Ist wie gesagt auch Geschmackssache. Dunkle Materialien in der Regel, klar, die möchte man aufpeppen, da möchte man Farbtonvertiefung nochmal draufgeben, dass einfach dieses, beim Gabbro, das machen wir jetzt auch gleich nochmal, dass einfach diese schwarze Farbe nochmal deutlicher zur Geltung kommt. Oder ich habe ein helles Material und möchte eben, dass praktisch das Material sich überhaupt nicht verändert, kann man mit der entsprechenden Imprägnierung auch so drauf. Ja, was wäre ein Beispiel? Ich denke, unser Anti-Fleck-Nano-Effekt kennt jeder, ist bewährt, ist jahrelang im Einsatz, gerade in der Küche, hat eine sehr starke Wasserschmutz- und fettabweisende Wirkung, hat einen sehr langanhaltenden Schutz und was wichtig ist für eine Imprägnierung, es ist food safe getestet. Ja? Also alles, was auf die Küche kommt oder später bei der Küche mit Lebensmitteln in Kontakt kommt, muss food safe geprüft sein. Ja? Das ist von einem externen Institut bei uns zertifiziert. Übrigens auch die Kleber, die ich gerade gezeigt habe, ja, wie unseren Colorbond, ich habe es vorhin vergessen zu erwähnen, oder unseren Archipox 5010. Ja, all die Produkte sind auch foodsafe geprüft. Also meine Gärungsverklebung, überall, wo ich Kontakt habe mit Lebensmitteln später, die sind entsprechend abgeprüft, dass man hier auf der sicheren Seite ist. Klar, die Gärungskleber, die Armierungskleber auf der Rückseite, die haben keinen Kontakt mit Lebensmitteln, da ist es nicht ganz so wichtig. Aber alles, was oben auf der Oberfläche ist oder an der Gärung oder später beim Silikon, muss entsprechend geprüft sein. Ein weiterer Vorteil von dem Anti-Fleck-Nano-Effekt ist noch, es hat seine volle Wirksamkeit schon nach 2 bis 3 Stunden. Das heißt, ich muss die Platte nicht ewig vorhalten, bis die abgelüftet ist, bis die ausgehärtet ist, bevor ich sie vielleicht verpacke zum Beispiel. Auch hier habe ich in der Produktion kein Nachteil, ja, ich trage die Imprägnierung auf, warte 20 Minuten, lasse einziehen, nimm den Überschuss weg, lasse es noch kurz ablüften und dann kann ich es eigentlich schon verpacken und auf den Bock stellen. Sobald das Lösemittel verdunstet ist, kann ich sie eigentlich verpacken. Also auch hier habe ich keine Verzögerung später in meinem Produktionsablauf, sehr schnelles Produkt. Normale Imprägnierungen, wie gesagt, brauchen in der Regel 24 Stunden, manchmal länger, bis sie ihre volle Wirksamkeit haben. Und deswegen ist hier das Nano-Effekt wirklich ein gutes Produkt für die Produktion von Küchenarbeitsplatten. Hier sieht man es, Imperial White, klar, den möchte ich natürlich nicht farbton vertieft haben. Da möchte ich, dass die helle Struktur und Farbe so rauskommt, wie sie ist.
Und man sieht, wenn er behandelt ist, sind die Perlen drauf, geht nichts rein. Ja, einen Flecktest zeige ich heute nicht. Dafür haben wir nicht genug Zeit. Aber wir hatten ja am Januar schon mal ein Webinar, wo wir uns ausführlich dem Thema Imprägnierungen, richtigen Auftrag, Flecktest, Applikationswerkzeuge, Groß-Kleinflächen gewidmet haben. Auch hier, wer es verpasst hat oder einfach nochmal anschauen möchte, schreibt uns eine E-Mail auf webinar@akemi.de, dann bekommt ihr den Link und dann könnt ihr das auch nochmal anschauen. Gut, das wäre jetzt eine Imprägnierung, die keine Farbtonvertiefung macht. Ich möchte aber vielleicht, wie gesagt, schon angesprochen, Gabbro auch mal richtig schön satt dunkel machen. Da haben wir dann unseren Transformer Max. Der hat eine extrem schnelle Farbtonvertiefung, auch hier wieder der Produktion geschuldet. Ja, ich möchte, es gibt natürlich andere Farbtonvertiefer, die auch einen schönen dunklen Effekt haben, aber die muss ich in der Regel 20 Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde einwirken lassen, um eine richtig tiefe Farbtonvertiefung zu bekommen. Ist in der Regel in der Werkstatt oder in der Produktion von Küchenarbeitsplatten schwierig. Deswegen der Transformer Max hat schon nach ein paar Minuten die maximale Farbtonvertiefung. Also den kann ich wirklich nach 5 Minuten wieder abnehmen und habe schon meinen maximalen Effekt. Klar, natürlich ist er auch fleckabweisend, schmutzabweisend, wasserabweisend und ganz wichtig natürlich, wie gesagt, Foodsafe zertifiziert. Seht ihr auch immer bei allen unseren Gebinden, auf den Flaschen, auf den Kartuschen, überall, wo dieses Logo drauf ist, da wisst ihr, das ist sicher. Da kann man in die Küche gehen, am Tisch, überall, wo man später mit Lebensmitteln in Kontakt kommt, ist man mit dem Produkt auf der sicheren Seite. Ja, hier steht noch besonders für resinierte Flächen und Kanten geeignet. Das ist ein bisschen eben der Produktion von Unmasttafeln, von Rohtafeln geschuldet. Die werden ja in der Regel in den Herstellerländern eben oft mit Epoxidharzen resiniert und dann aufpoliert. Und damit verdichtet sich die Oberfläche ein bisschen, die Farbe wird intensiver. Und wenn ich hier dann zum Beispiel jetzt eine Abtropffläche, wie man es jetzt hier auf dem Bild sieht, einfräst, ja, und ich die dann wieder versuche aufzupolieren, ich bekomme den Glanz hin, aber ich bekomme dann oft, weil ich dann natürlich auch dieses Epoxy aus der obersten Schicht entfernt habe, bekomme ich nicht mehr diesen selben Farbton, dieselbe Farbtiefe wie bei der restlichen Platte, die außenrum ist, hin. Und dafür ist zum Beispiel der Transformer Max auch optimal, um solche Abtropfflächen oder Schnittkanten, Seitenkanten hier nachzudunkeln, schnell nachzudunkeln. Ja, hier mal ein kleines Muster. Geht natürlich nicht nur bei polierten, aber eben auch auf satinierten Oberflächen. Da bekommt man richtig schöne, satte Farbtonvertiefung hin. Ja, ein Fleckschutz, eine wasserabweisende Wirkung, da geht auch nichts mehr rein. Also da sieht man dann einen schönen schwarzen Stein, wo auch nichts mehr reingeht. Aber ich denke, das machen wir jetzt einfach mal. Wie gesagt, falls Fragen sind, einfach immer in den Chat. Ich habe schon gehört, der Otello tippt immer im Hintergrund fleißig. So, ja, jetzt haben wir hier mal unsere satinierte Nero Assoluto, also ein Gabbro. Den haben wir jetzt schon auf Gärung verklebt. Wir haben auch rückseitig schon, ich schaue mal, ob man es sieht. Ja, jetzt muss er ein wenig zurückziehen. Haben wir auch schon unsere Armierung eingebracht. Also hier unten am unteren Rand sieht man es. Ich hoffe, jawohl, kann man sehen. Ja, und jetzt haben wir eben entweder unseren Nano-Effekt, ja, aber wir möchten natürlich hier die Farbe vertiefen. Dann nehmen wir unseren Transformer Max. Wichtig ist immer, gerade bei Küchenarbeitsplatten, dass man vorher, ist unsere Empfehlung immer, wenn man danach imprägniert, dass man vorher die Oberfläche einmal mit unserem Reiniger I abreinigt. Er ist ein Alkoholreiniger. Ich habe ihn vorhin auch schon bei der Verklebung angesprochen. Also das Produkt brauchen Sie immer in der Werkstatt, entweder zum Verklebungen vorbereiten oder eben auch fürs Imprägnieren. Küchenarbeitsplatten sind teure Objekte. Ja, da geht es nicht um ein paar Euro, sondern da kosten die Platten schon mal ein paar tausend Euro. Und da sollte man sich die Zeit nehmen, bevor man imprägniert, dass man da absolut sicher ist, dass da nichts mehr auf der Oberfläche ist, nichts Verstecktes. Ja, oft ist durchs Handling, sind vielleicht Fingerabdrücke drauf, Fettschmierer, vielleicht noch Imprägnierung von der vorigen Behandlung habe ich irgendwo draufgebracht, vielleicht sehe sie nicht. All das kann ich mit dem Reiniger I vorbeugen. Ja, einmal reinigt er eben diese ganzen Fettfilme und Fingerabdrücke weg. Einmal zieht er noch Restfeuchte raus, weil ich muss natürlich für eine Imprägnierung brauche ich einen absolut trockenen Stein. Und zum anderen macht er versteckte Strukturen sichtbar. Otello, haben wir Zeit dafür? Ja, wir haben Zeit. Gut, perfekt. Ich habe jetzt die Zeit nicht
im Blick. Also, das habe ich auch schon mal im Januar vorgeführt, aber es ist einfach wichtig und deswegen zeige ich es nochmal. Wir haben hier zwei, nicht irritieren lassen von unserem Ringlicht. Ich halte es nochmal hoch. Genau, wir haben jetzt hier zwei identisch aussehende, was ist das, Padang Dunkel. Ja, man sieht nichts, die Platten schauen gut aus. Und jetzt gehe ich einfach mal mit meinem Reiniger I drauf. Ziehen wir mal ein paar Handschuhe an. So, jetzt gehe ich hier mal satt mit meinem Reiniger I drauf. Hier nochmal ordentlich was draufgeben. Also da kann man ruhig, dürfen wir nicht sparen. Ja, das soll nämlich richtig schön einziehen und dunkel werden. Ja, muss ich fast noch ein wenig mehr. Die Platten sind ein wenig warm. Dass man sieht, es wird richtig schön dunkel, es zieht ein. Und jetzt sehe ich nämlich, der ist schön gleichmäßig dunkel, die Platte. Ja, also da wird alles dunkel gleichmäßig, da habe ich eine schöne gleichmäßige Struktur. Wenn ich jetzt aber im Vergleich diese Platte anschaue, man sieht es, ich hoffe, man kann es erkennen, genau, ich habe hier plötzlich jetzt eine helle Struktur drin. Ja, die habe ich vorher überhaupt nicht gesehen. Und die wird jetzt durch diesen Reiniger I sichtbar. Kann man sehen, Othello? Ja, ne? Kann man sehen, gut. Wird jetzt sichtbar durch diesen Reiniger I. Also hier ist irgendwas drauf, ja, auf der Platte. Ob das jetzt Silikonrest ist oder eine Imprägnierung oder einfach vielleicht bloß eine Steinstruktur, die ich vielleicht vorher gar nicht entdeckt habe, die mir vielleicht, wenn ich dann Farbton vertiefe oder imprägniere, mir mein Kunde reklamieren könnte, weiß ich jetzt, hoppala, da ist was. Ja. Kann ich jetzt versuchen abzureinigen oder muss ich natürlich abreinigen und schauen, dass ich das wegbekomme, bevor ich jetzt imprägniere. Wenn ich natürlich schon imprägniert habe und es dann erst sehe, habe ich natürlich wesentlich mehr Arbeitsaufwand. Also bitte immer darauf achten, dass ihr die Küchenarbeitsplatte vorher mit dem Reiniger I abreinigt. Das machen wir jetzt auch hier nochmal. Ja, ich gebe jetzt hier was drauf. Wir werden jetzt natürlich nicht die ganze Platte reinigen, imprägnieren, aber auch hier schaue ich natürlich, ob ich hier irgendwo eine versteckte Struktur habe, die ich vielleicht nicht gesehen habe. Aber auch das sieht sehr gut aus. Ja, und das Schöne an dem Reiniger ist eben, er lüftet sofort ab. Also ich muss jetzt da nicht eine halbe Stunde warten, bis ich imprägnieren kann, sondern ich bin hier in 0, nix fertig und kann dann imprägnieren, Farbton vertiefen, was auch immer. Gut, nehmen wir unseren Transformer. Tragen wir ihn auf. Auch hier immer, bitte verwendet ein Gefäß, verwendet ein Applikationswerkzeug. Ist immer besser, wie jetzt, ich sage mal, einfach das Material draufzuschütten und vielleicht mit irgendeinem Tuch hin und her zu reiben. Ist der Transformer, jawohl. Wir empfehlen solche Pads für jetzt ganz kleine Flächen. Othello, gibst du mir mal noch die Kelle? Genau, danke. Und wenn es jetzt größere Flächen sind, haben wir hier solche Handkellen mit solchen Mikrofaser. Pads würde ich in der Produktion jetzt auch empfehlen, ja, weil da kann ich nämlich schön über die gesamte Fläche gehen. Das ist jetzt eher ein Tool, das ich verwende, wenn vielleicht die Küchenarbeitsplatte schon eingebaut ist, ja, Kochfeld schon drin, Spüle schon drin und ich muss hier wirklich an die Kante rangehen, ja, und will jetzt da nicht groß Imprägnierung verteilen. Dann kann man mit so einem kleinen Pad arbeiten, ne, also ordentlich mal eintauchen. Und dann gehe ich hier nämlich schön drüber. Man sieht sofort, ich hoffe, man sieht es vom Licht her. Jawohl. Also ich gehe da mal hier aus dem Licht. So, dass es richtig schön satt dunkel wird. Ich will jetzt auch nicht die ganze Platte behandeln, dass man den Unterschied noch erkennt. Und einen schönen Effekt habe ich jetzt hier zum Beispiel an der Schnittkante. Ja, die habe ich geschnitten, kann sie vielleicht nicht voll aufpolieren, möchte es vielleicht auch nicht. Da eignet sich natürlich auch der Transformer perfekt, dass ich praktisch das nachdunkeln kann, ohne hier vollständig hochzupolieren. Also ihr seht den Unterschied. Ich kriege sofort eine satte Farbtonvertiefung hin, die auch bleibt. Ja. Auch hier vorne die Laibungsplatte, die Gärungsverklebung, latte ich satt ein. Und der Vorteil ist jetzt natürlich, ich lasse das 2, 3 Minuten drauf und kann dann sofort den Überschuss abnehmen, kann meine Platte weiter
transportieren, ja, weiterverarbeiten. Aber es sollte schon satt aufgetragen werden, also ein schöner Glanz sein. Jetzt machen wir hier nochmal eine schöne Linie. Ja, dann brauche ich noch ein bisschen Platz für, wir haben heute Nachmittag auch nochmal ein Webinar, dann auf Englisch für unsere internationalen Kunden. Und da werde ich dann den Rest behandeln. Falls jemand nochmal reinschauen will, einfach auf der englischen Webseite anmelden. Da werde ich dasselbe in Englisch machen. Vielleicht nicht ganz so flüssig wie im Deutschen, aber ich versuche mein Bestes. Ja, wie gesagt, Transformer optimal, um eben solche Schnittkanten zu behandeln, aber eben auch um kleine Flächen schnell Farbton zu vertiefen, maximal Farbton zu vertiefen und dann eben auch einen Schutz drauf zu bekommen. Wir empfehlen immer, erst imprägnieren, dann silikonieren, weil jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wenn ich in der Werkstatt das mache, habe ich eh die Reihenfolge richtig eingehalten, weil ich werde in der Werkstatt imprägnieren, ich werde da kaum silikonieren, sondern das mache ich meistens vor Ort. Wenn ich jetzt vor Ort bin und ich schon silikoniert habe, macht es natürlich auch nichts. Aber wir empfehlen immer, das erst zu machen, erst zu imprägnieren, dann habe ich auch später, gerade wenn ich jetzt so eine satinierte Oberfläche habe und dann vielleicht mit dem Silikon das abziehe, ja, da habe ich dann schon mal eine geschützte Oberfläche, dass ich auch nicht, wenn ich Material in die Oberfläche reinreibe, gerade bei so satinierten Flächen passiert es doch mal beim Silikon abziehen, habe ich da keine Probleme, das aus der Oberfläche wieder rauszubekommen. Ja, unsere Produkte sind so aufeinander abgestimmt, ja, also unsere Silikone haften auf unseren imprägnierten Flächen. Ja, also es funktioniert, das haben wir geprüft und deswegen empfehlen wir das auch in der Regel so. Gut, gehen wir kurz zurück. Fangen wir mit dem nochmal das Thema Dichtstoffe an, bevor ich jetzt hier den Überschuss abnehme. So, imprägniert haben wir jetzt auch oder beziehungsweise Farbton vertieft. Und jetzt kommen wir eben zum Dichten. Ja, also entweder kommt es dann vor Ort, dass ich dann die Waschbecken einklebe, abdichte oder hinten dann eine Wandabschlussleiste zum Beispiel anbringe. Da haben wir dann auch passend ein Silikon, das heißt bei uns Kombusil. Warum das Kombusil? Weil das eben auch in unserem Color Chart System mit integriert ist. Ja, das heißt, alle Farben, die ich bis jetzt verwendet habe, ob das war mit dem Colorbond, ob das war mit dem Archipox 5010 oder Everclear 300, ja, ich finde das passende Silikon zu meiner Gärungsverklebung und zu meinem Stein vor allem. Ja, das ist ein universales Silikon, das kann ich auf Keramik, auf Naturstein und auf Quarzkomposit verwenden. Funktioniert eben auf allen Materialien und wie man hier sieht, auch in unserem Color Chart System, wir haben es in über 50 Farben. Und eben auch in diesen Magic-Farben. Da habe ich vorhin beim Colorbond schon mal angesprochen, diese Magic-Farben, die sind ein bisschen transluzent. Es ist optimal, wenn ich kristalline Natursteine habe, wo die Struktur durchscheint. Ja, zum Beispiel jetzt Imperial White ist ein gutes Beispiel oder Kashmir White. Wenn ich da nur eine graue Linie reinziehe bei einer Gärungsverklebung, ist die vielleicht mehr sichtbar oder eher sichtbar, wie wenn ich jetzt hier so eine Magic-Farbe nehme, wo ein bisschen die Kristallstruktur doch noch durchscheint, aber ich trotzdem eine graue Farbe für die Gärung habe. Ja, das ist der Vorteil von diesen Magic-Farben, einmal für die Gärung beim Colorbond oder eben jetzt aber auch beim Silikon, wenn ich natürlich hinten ein strukturiertes Material abdichten möchte. Genau, gehen wir einfach wieder zurück. Und zack, da ist der Otello noch im Bild gewesen. Der bereitet hinten immer. Ich war nicht schnell genug. So, also, dann nehmen wir mal den Überschuss schnell runter. Und ihr seht, es waren jetzt keine 5 Minuten, aber ihr werdet sehen, wenn ich jetzt hier den Überschuss abnehme, habe ich sofort den maximalen Effekt. Ja, also, und der verändert sich auch nicht mehr. Oft ist es ja so, dass die Imprägnierungen wieder heller werden nach der Zeit. Aber der Transformer, die Farbe, die ich jetzt habe oder den Farbton, den ich jetzt erzeugt habe durch diese Farbtonvertiefung mit dem Transformer Max, die behalte ich auch. Ja, also die bleibt. Ne, ordentlich abreiben, dass kein Überschuss, kein glänzender Überschuss mehr da ist. Und das war schon das ganze Hexenwerk. Und dann habe ich hier eine schöne Küchenarbeitsplatte. Ich schaue mal, ob ich es mal hochhalten kann, damit man es ein bisschen sieht, den Unterschied. Ja, ich glaube, so ist es besser sichtbar. Also hier unbehandelt, hier mal richtig schön Farbton vertieft. Also ich denke, das macht schon was her. So bringt man natürlich richtig schön Tiefe ins Material.
Gerade beim Nero Assoluto habe ich oft diese weißen Wölkchen drin, Katzenpfoten oder wie man sie nennt. Und die kann natürlich der Transformer auch optimal kaschieren. Ja, wie gesagt, nächster Schritt wäre jetzt dann Silikonieren. Komposil mache ich jetzt nicht, weil die Imprägnierung eben gerade schon frisch drauf ist. Und wir haben es schon, ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, wir haben es schon silikoniert. Man sieht es ein bisschen glänzen im Hintergrund. Da haben wir schon die passende Farbe von unserem Composil eingebracht. Hier nochmal die Farbkarte. Also wie gesagt, es gibt über 50 Farben. Also man findet die passende. Die haben dieselben Farbcodes und Farbbezeichnungen wie unser Colorbond, wie unser Arcapox 5010. Also da habe ich den perfekten Farbton immer zur Hand und es ist ein Einheitsbild. Ja, gibt es Fragen dazu? Dann sind wir eigentlich schon fast durch. Dann kommen wir zu unserem letzten Thema. Otello, alles gut? Eine Frage, und zwar ist die Frage, hat Arkema ein Produkt bei unterschiedlicher Polierung, Abnutzungsstellen? Ich denke, es geht darum, die Farbe anzugleichen. Also ich denke, es geht darum, um die Farbtonvertiefung. Okay, ja gut, Farbton, also Abnutzungserscheinungen ist immer so eine Sache. Normalerweise haben wir ja in der Küche ein Hartgestein, da haben wir ja wenig Abnutzungserscheinungen. Wenn jetzt vielleicht ist die Frage in die Richtung gestellt, wenn man jetzt sagt, man hat vielleicht, wenn so eine, im, der, das Material einfach nach einer Zeit ein bisschen heller wieder wird, dann kann man natürlich mit dem Transformer wieder drüber gehen und die Farbe anpassen. Bei einem Kalkstein oder Marmor, wenn es denn in der Küchenarbeitsplatte vorkommt, ist ja eher selten, weil da habe ich ja das Problem mit der Säure, sage ich mal, dass da, wenn ich dann Cola ausschütte oder einen Wein, habe ich ja meinen Ätzfleck auf der Küchenarbeitsplatte bei einem Weichgestein. Da kann man natürlich entsprechend mit Wachsen arbeiten, um solche Polituren wieder aufzufrischen. Empfehlen wir generell nicht ganz so, weil die Wachse auch immer so, ist halt nichts Dauerhaftes, ist nichts Permanentes, das ist eine Schicht, die drauf ist, die ich dann auch wieder abtragen kann durch tägliches Putzen und Reinigen. Aber wie gesagt, wenn eine Abnutzungserscheinung hat, man kann mit einer Imprägnierung wieder drüber gehen, man kann mit einem Farbtonvertiefer wieder drüber gehen, um vielleicht ein Material, das ein bisschen heller geworden ist, ausgeblichen ist, einfach wieder nachzudunkeln. Ja, haben wir schon gerade Putzen angesprochen. Wir haben natürlich auch für den Endkunden, weil jetzt ist die Küche praktisch fertig. Ja, jetzt wird sie übergeben, silikoniert ist sie, imprägniert ist sie. Jetzt hat der Kunde eigentlich Freude dran und er soll auch möglichst lang Freude dran haben. Und manchmal legt er uns dann immer ein bisschen ein Ei, sage ich mal, ja, weil die Kunden verwenden dann ein Piff, Paff, Brev, Sacrotan, was auch immer, irgendwelche Reiniger, vielleicht sogar mit Scheuermilch. Wird die Küchenarbeitsplatte gereinigt und dann entstehen entsprechende Schäden und Flecken. Das wollen wir nicht. Ja, wir wollen ja, wir haben eigentlich das Allermöglichste getan. Die Imprägnierung ist drauf. Wir haben einen Top-Schutz über Jahre eigentlich. Und damit der erhalten bleibt, haben wir für die entsprechenden Materialien, ja, also Keramik, gut, die imprägnieren wir natürlich nicht, aber wir haben Sets für den Endkunden, einmal für Keramik, einmal für Naturstein und einmal eben für Quarz Composite. Das sind die Sets, die man dann dem Endkunden mitgeben kann. Da ist immer drin ein täglicher Reiniger. Ja, also es reicht, wenn ich gerade ein bisschen gekocht habe, ein bisschen Fett ist gespritzt, mit dem es zu entfernen, abzureinigen, absolut in Ordnung. Und dann ist jeweils noch ein alkalischer Grundreiniger oder Intensivreiniger mit drin. Da geht es jetzt, wenn ich jetzt mal wirklich Flecken habe, die ich vielleicht nicht gleich gesehen habe. Öl ist ein bisschen eingekrustet über. Ich habe eine Feier gehabt, habe die Pfanne noch stehen lassen über Nacht, ist ein bisschen eingekrustet. Oder unter die Kaffeemaschine ist mir der Kaffee gelaufen, habe ich ein paar Tage nicht gesehen. Da haben wir dann unseren Intensivreiniger in dem jeweiligen Set mit drin. Und da kann dann der Endkunde auch solche Flecken problemlos entfernen. Ja, wie gesagt, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, wir sind gut in der Zeit geblieben. Wir haben praktisch jetzt eine Küche von Grund auf aufgebaut, eine Gärungsverklebung gemacht, eine rückseitige Armierung eingezogen, wir haben imprägniert oder Farbton vertieft, wir haben theoretisch silikoniert, es war schon silikoniert und jetzt haben wir auch noch dem Endkunden was an die Hand gegeben, wo er eben lange Freude an der Küche hat. Ich zeige noch mal ein, zwei Folien und dann sind wir eigentlich durch. Genau. Dicht haben wir gemacht. Reinigung, Pflege, gut, das habe ich jetzt, dem habe ich jetzt vorgegriffen. Hier sind nochmal die Sets, also einmal für Naturstein, Quarz oder Keramik, jeweils das passende Produkt. Gut handlich in so einer kleinen Plastikbox. Kann man eben dem Endkunden immer mitgeben. Hat noch eine Menge Kundenbindung, die kommen dann wieder, wenn sowas leer ist, kaufen nochmal von Küchenhersteller.
oder Verarbeiter. Ist ein gutes Produkt, man macht nichts falsch. Der Kunde hat das absolut richtige Werkzeug an der Hand, um eine imprägnierte Küche so lang wie möglich schön zu halten. Kurz noch zu unseren nächsten Webinaren. Im April haben wir das Thema Reinigung im Außenbereich. Das wird mein Kollege der Otello halten. Der hat sich jetzt lang genug hinter der Kamera versteckt. Gehen wir nochmal zurück. Jetzt darf er auch mal vor die Kamera treten. Und eine Besonderheit: Ab jetzt haben wir alle Webinare zu zwei Uhrzeiten, also einmal um 10 und einmal um 6 Uhr. Also es gibt eine Wiederholung dann, also eine Live-Wiederholung. Einfach dem geschuldet, wir haben viele Betriebe, die können es während der Arbeitszeit machen. Ja, wenn die noch im Büro sind oder in der Werkstatt, können sie sich die Stunde Zeit nehmen. Aber wir haben auch Betriebe, die eben außen sind, tagsüber arbeiten und die möchten dann vielleicht so ein Webinar auch mal am Abend noch ansehen. Das ist jetzt die Möglichkeit. Wir haben jedes Webinar in Zukunft einmal um 10 und einmal um 18 Uhr. Und wie gesagt, habt ihr ein Webinar verpasst, könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben, dann bekommt ihr einen Zugangslink und dann könnt ihr es euch auch nochmal anschauen. Ja, ich habe noch eine Johannes, Frage eine mit. Frage hat sich noch eingeschlichen, und zwar, kann man den Transformer nicht auch für Keramik verwenden? Natürlich kann man für Keramik verwenden, aber da hauptsächlich für die Schnittkanten, würde ich mal sagen. Für die Schnittkanten, weil auf der gebrannten Keramikoberfläche zieht ja eigentlich nichts ein, das ist ja dicht. Aber die Schnittkanten gerade, gerade um die Spülbecken zum Beispiel, da habe ich ja dann doch offenes Material, und da ist der Transformer optimal dafür geeignet, ja, um da nachzudunkeln und da auch einen Schutz zu generieren. Gut, wie gesagt, generelle Fragen gerne immer an Webinar Akemi oder zu unserer gängigen Hotline oder info@akemi.de. Folgt uns auch auf Social Media. Das sind immer die neuesten Produkte, Kurzfilme, Clips abzurufen. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann bedanke ich mich und freue mich, oder Otello freut sich, wenn ihr im April wieder reinschaltet zu unserem nächsten Webinar.